Hallo und willkommen auf meinem Kanal La Fontana Blogs. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich bin die Daimi für die, die mich noch nicht kennen. Als allererste möchte ich mich ganz herzlich bedanken an die, die meinen Kanal abonniert hat. Vielen Dank. Leute, heute zeige ich euch, wie ich meine rote Bohnen koche. Die sind eine Grundnahrungsmittel. In Kuba gibt es vier wichtige Dinge, die für mich das A und O sind. Erstens Rum, zweite Zigarre, dritte Reis und vierte Bohnen. Wir haben schwarze Bohnen und weiße Bohnen, aber ich habe mich für die rote entschieden. Und jetzt legen wir los. Jetzt kommen wir zu den Zutaten. Hier habe ich 300 Gramm rote Bohnen. Ich lege meine Bohnen 24 Stunden im Wasser ein, aber das ist kein Muss. Und dann habe ich hier 600 Gramm Bauchfleisch grob geschnitten. Dann habe ich 3 Kartoffeln in Würfel geschnitten, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, dann hier noch 1 Teelöffel Oregano und noch 1 Teelöffel von noch eine Mischung, die ich von Kuba habe. Das sind viele Gewürze zusammen. Aber die braucht man nicht unbedingt. Also wenn sie ja nicht daheim hat, macht sie sich gar keine Sorge, die ist nicht wichtig. Dann habe ich hier einen Esslöffel Tomatenmark, 2 Lorbeerblätter, hier 2 kleine Zwiebeln in Würfe geschnitten und dann habe ich noch das ist Paprika, die sind kleine Paprika aus Kuba, aber man kann auch die normale Paprika benutzen, gar kein Problem. Und 3 Knoblauchzehen, die muss man auch klein schneiden. Gut, Entschuldigung, noch was, Pfeffer und Salz. Und das wäre alles von Zutaten. Ich tue meine abgegossenen Bohnen in den Topf rein. Dann nehme ich das Fleisch. Also, ich habe jetzt 2 Liter Wasser in den Topf rein. Die Bohnen und das Fleisch. Und danach kommen die 2 Lorbeerblätter. Und dann machen wir den Deckel zu. Ab dem Moment, wo der Dampf zu sehen ist, 30 Minuten regnet. Und jetzt ein bisschen Cuba Libre nehmen und abwarten. In der Zwischenzeit habe ich mir einen Pfannen rausgenommen und brate die anderen Zutaten an. Man nimmt ein bisschen Öl. Ich persönlich nehme ich Schweinefett, weil so hat das meine Mutter immer in Kuba gemacht. Jetzt kommen die Zwiebeln rein. Mittlere Hitze. Die Knoblauch und die Paprika. Dann tun wir die Tomaten mal auch rein. Das riecht sehr, sehr gut. Und das lassen wir 10 Minuten ein bisschen anbraten. Ganz kleine Hitze. Jetzt sind die Bohnen fertig. Ich zeige euch. So, das sind sehr weich. So müssen sie sein. Schön weich. Jetzt kommen meine ganzen Gewürze rein. In den Bohnen. Die Kartoffeln. Kreuzkümmel.
Oregano. Meine Mischunggewürze. Und ein bisschen Pfeffer. Dann rühren wir alles. Danach muss man probieren, ob genug Salz ist. Und wenn nicht, nach Bedarf nachsalzen. Ich tue noch ein bisschen Salz rein. Und jetzt lasse ich meine Bohnen 20 Minuten ziehen lassen bei kleiner Hitze. Hier sind die fertig roten Bohnen kubanischer Art. Gib mir ein Like, wenn euch mein Video gefallen hat und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Ciao!